Um mich kurz vorzustellen, mein Name ist Stefan Lutz und ich habe am Peter-Grünberg-Institut 9 promoviert mit dem Thema Advanced Group 4 Epitaxy for Advanced Nano and Optoelectronic Devices. Ein typischer Arbeitstag für mich am Forschungszentrum war sehr vielseitig, da ich dankenswerterweise von meinem Doktorvater sehr viel Freiheiten bekommen habe. Also ich habe in sehr vielen Laboren arbeiten dürfen, unter anderem im Rheinraum oder in Charakterisierungslaboren. Die meiste Zeit meiner Arbeit habe ich allerdings in dem Rheinraum für die Gasphasenabscheidung verbracht. Also ich habe da Siliziumwafer gereinigt und dann in eine CVD-Anlage geschleust und dann die Materialien auf Silizium gewachsen und dann parallel zum Wachstum die Schichten charakterisiert. Und zum Ende meiner Arbeit habe ich dann auch viel im Rheinraum gearbeitet, diese abgeschiedenen Schichten strukturiert mit nanoelektronischen Methoden und dann auch charakterisiert, unter anderem auch an anderen Instituten, Partnerinstituten, vor allem in der Schweiz. Der Jülicher Exzellenzpreis ist für mich sehr wichtig. Ich habe mich sehr darüber gefreut und es ist natürlich eine sehr, sehr große Anerkennung für mich und die Arbeit, die wir am Institut Richtung Germanium Zinn erreicht haben. Und ich bin mir sicher, dass es dem Institut und auch mir persönlich helfen wird auf meinem weiteren Weg. Ende letzten Jahres habe ich einen Marie Curie-Antrag bei der EU eingereicht im Programm Horizon 2020. Und Anfang dieses Jahres wurde dieser Forschungsantrag bewilligt und ich arbeite nun seit Anfang des Jahres bei IBM Research in Zürich in der Schweiz und arbeite da weiter an effizienten Lichtemittern integriert auf Silizium. Angehenden Doktoranden würde ich gerne auf den Weg geben, dass sie sich vor allem ein Thema aussuchen, woran sie Spaß haben, weil sie sehr viel Zeit damit in den nächsten Jahren verbringen werden, dass sie nicht aufgeben und dass sie aber auch eine sehr tolle Zeit vor sich haben, die sehr intensiv ist und dass diese Zeit für sie sicherlich ihr Leben lang in Erinnerung bleibt und dass es sich auf jeden Fall lohnt.